Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seit nun einem Jahr habe ich das Wagner Mikrokeramik bei mir in Verwendung und ich denke, es ist mal Zeit für ein Review. Es ist jetzt 10.000 Kilometer später und ungefähr ein Jahr und wenn ihr wissen wollt, ob ich das Produkt wieder kaufen würde oder ob ich das empfehlen kann, dann bleibt dran. Was mich an erster Stelle interessiert ist, nutzt ihr selber ein Additiv und wenn ja, welches und wie sind eure Erfahrungen dazu? Das ist immer, finde ich, eine sehr interessante Diskussion. Es gibt einige, die sind totale Verfechter davon, die sagen, ah, das ist total scheiße, halte ich gar nichts von. Andere sagen, hey, finde ich cool. Wenn es irgendwas gibt, was den Motor gut tut, dann bin ich auf jeden Fall bereit, das irgendwie zu benutzen. Mich interessiert da ein bisschen eure Meinung und eure Erfahrungen, deswegen kommentiert gerne, interessiert mich auf jeden Fall. Ich liebe ja immer die Diskussion, das wisst ihr ja. Jetzt komme ich aber einmal zu meinen Erfahrungen. Ich habe das Wagner Mikrokeramik jetzt ungefähr ein Jahr drin und bin dann seitdem 10.000 Kilometer gefahren. Und ich möchte einmal so meine Eindrücke ein bisschen mit euch teilen. Also vorher hatte ich ja das gleiche Öl, was ich jetzt immer noch drin habe, drin. Aber ich habe das Ceratec von Liqui-Moly drin gehabt und dann habe ich ja gewechselt auf das Wagner Mikrokeramik. Mein Eindruck ist jetzt auch mal, setze ich das dann auch ein Verhältnis? Ich überlege mir das mal. Ich nenne jetzt erstmal nur die ganzen Vorteile, die ich empfinde durch das Wagner Mikrokeramik. Was sich auf jeden Fall eingestellt hat, ist ein super ruhiger und leiserer Motorlauf. Das mechanische Geräusch, die mechanische Arbeit, sage ich mal, die der Motor verrichtet, ist nach der Dauer und ungefähr, das stellt sich so nach 2000 Kilometer am dollsten, sage ich mal, ein, hat sich sehr reduziert, so dass der Motorlauf echt wirklich sehr sahnig geworden ist. Also der ist wirklich sehr ruhig, sehr geil und ich finde, das ist echt, man nimmt den Motor gar nicht mehr im Stand wahr. Er zuckt nicht, er klickert einfach nur ganz entspannt vor sich hin, er hat keine Aussetzer und er läuft einfach super geschmeidig. Und das ist doch eigentlich das, was man möchte, wenn man 6-Zylinder-reihen Motor hat. Was sich noch sehr intensiv und sehr stark verbessert hat, ist das Kaltstartverhalten. Was ich damit meine, ist, der Motor springt sehr schnell an. Also wenn der Wagen auch mal, was mir immer wieder mal passiert, dass er 3-4 Tage steht, nicht benutzt wird und ich ihn dann starte, der Motor springt sofort an. Ich werde mal gucken, kriege ich hier ein Video rein, vielleicht mache ich nochmal ein separates Video drüber. Es ist bei mir immer wieder mal, dass ich ein paar Tage das Auto nicht benutze und wenn ich dann mal einsteige, dann mache ich mal ein Video, wie er einfach kalt startet. Das geht wirklich fix. Das liegt natürlich auch daran, dass das Wagner Mikrokeramik zu einer, wie sagt man das so schön, einer Reibungsreduzierung führt. Das heißt, der Verschleiß wird reduziert, weil die Reibung reduziert ist. Man weiß ja bekanntlich, ist der Moment des Starts auch ein sehr belastender Bereich für den Motor, weil das Öl noch nicht überall ist, weil die Schmierfähigkeit vom Öl auch nicht da ist und weil das Wagner Mikrokeramik ja, sag ich mal, die Reibung reduziert, einen Schutzfilm irgendwie aufbaut und alles ein bisschen leichtläufiger macht. Zudem aber auch noch verschleißschützend ist, ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren kann, führt das dazu, dass der Motor wirklich sehr schnell und sehr solide anspringt. Das ist auch etwas, was schon andere in meinen YouTube-Kommentaren geschrieben haben, seitdem sie das Wagner Mikrokeramik benutzen, dass sie wirklich
diesen Effekt festgestellt haben und ich kann ihn natürlich auch bestätigen. Ein weiterer Vorteil, den das Wagner Mikrokeramik mit sich bringt, den ich auch feststellen konnte und der auch immer noch vorhanden ist, natürlich ist es natürlich mit der Zeit, das kennt ihr, wenn ihr mal eine Leistungssteigerung gemacht habt, man gewöhnt sich an die mehr Leistung, also man gewöhnt sich schon an gewisse Umstände. Aber das ist ein verlängertes Ausrollen des Autos. Das heißt, wenn man mit der Motorbremskraft arbeitet, ganz normal im Verkehr und man lässt den Gang drin und man geht von Gas, gerade ganz besonders bei Schaltgetriebe, ist das so, dass der Wagen eine verringerte Motorbremskraft hat. Das heißt, er rollt deutlich länger aus und verliert während dieser Zeit weniger Geschwindigkeit. Also man hat einfach eine geringere Motorbremse. Führt natürlich einmal auf der einen Seite zu einer Spritersparnis, auf der anderen Seite ist es doch eigentlich auch mal ganz cool, wenn man den Wagen ein bisschen rollen lassen kann. Gerade wenn man viel in der Stadt unterwegs ist, was auch bei mir der Fall ist, macht das auf jeden Fall schon Sinn. Und es ist immer noch zu spüren. Natürlich ist aber jetzt die Frage, wie ist der Vergleich nach 10.000 Kilometern? Ist das mittlerweile ein Jahr her? Ich weiß nicht, wie es war. Würde wahrscheinlich erst herausfinden können, wenn ich mal wieder einen anderen N52 oder einen 330i fahre, der es nicht hat. Dann würde ich wahrscheinlich das stark merken. Ah, ich habe mich dran gewöhnt und für mich ist das jetzt kein krasser Effekt, wo ich sage, so, boah, der haut mich derbe um. Aber wenn er dabei ist, nehme ich den noch gerne mit und ich finde es ganz angenehm, dass es so ist. Des Weiteren ist der Punkt, dass auch eine, wie ich eben angesprochen habe, eine Spritreduktion von dem Produkt ausgeht. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass man etwas weniger Sprit verbraucht, was aber natürlich ganz darauf ankommt, wie man denn fährt. Also ich fahre sehr viel in der Stadt. Das heißt, bei mir ist es aktuell Motor kalt, ich fahre den Motor erstmal warm, da ist sowieso erstmal nicht Betriebstemperatur erreicht, natürlich ist der Verbrauch hoch. Und wenn mein Wagen dann warm ist, dann freue ich mich, dass er warm ist, weil ich fahre viel Kurzstrecke, dann rufe ich ein bisschen Drehzahl ab und dann wird er auch wieder abgestellt. Das heißt, ich bin jetzt nicht der perfekte Spritspar-Experte, den ihr jetzt anfragen könntet. Aber wenn man eine längere Tour fährt, was ich auch ja immer wieder mal mache, habe ich schon gemerkt, dass der Spritverbrauch verhältnismäßig geringer ausgefallen ist. Ich habe einmal ein Video gemacht, das ist meine 700 Kilometer Vergleichsfahrt, die blende ich mal hier ein. Ich sage, das ist die Seite, das blende ich mal jetzt einfach ein. Und schaut euch das Video mal an. Da habe ich einmal Altöl mit Ceratec, neues Öl mit dem Wagner Mikrokeramik im Vergleich 700 Kilometer zu Wagner Spezialschmierstoffe hin und 700 zurück. Und auf dieser Strecke war wirklich eine Spritersparnis auf 100 Kilometer von 0,6 Litern. Und das merkt man, finde ich, schon. Also 0,6 Liter bei einem Motor, der sich sonst immer so um die 12 Liter nimmt, ist auf jeden Fall schon was wert. Aber wer jetzt hier das Auto nur zum Spritsparen fährt, der sollte sich vielleicht etwas anderes zulegen, denn das ist kein Spritsparwunder, wobei er auch sehr spritsparsam sein kann. Mein persönliches Highlight von dieser ganzen Aktion, das ich damals gemacht habe, ist, und das ist wirklich für viele, BMW-Fahrer mit einem Schaltgetriebe ein Fluch, wenn es nicht funktioniert, und ein Segen, wenn es funktioniert, und zwar das Schaltgetriebe. BMW-Schaltgetriebe sind immer ja mal ein bisschen hakelig und ich habe ja schon einen Getriebeölwechsel gemacht bei 90.000 Kilometern und bei 103.000 war ich dann bei Wagner und dann habe ich in dieses auch relativ neue Schaltgetriebenöl auch noch das Wagner Mikrokeramik mit eingefüllt. Und ich habe es wirklich ab den ersten paar Metern gemerkt, das Zeug ist in diesem Schaltgetriebe super, super geil. Es ist einfach nur ein Genuss. Das Schalten von den Gängen, man kennt es ja, der erste Gang und der zweite Gang hakt irgendwie manchmal. Man kriegt den ersten nicht rein oder von der ersten und zweiten fühlt sich scheiße an und man kriegt den Gang nicht richtig eingelegt. Es ist wirklich so, mit dem Wagner Mikrokeramik flutschen die Gänge deutlich, deutlich besser. Und wo ich jetzt letztens den Wagen von meinem Bruder gefahren bin, 21 Diesel, habe ich gemerkt, so krass, so fühlt sich sonst ein BMW Schaltgetriebe an. Das hätte ich nicht gedacht. Also es ist wirklich eine sehr große Steigerung vom Komfort, wie man halt schaltet. Das ist wirklich super geil. Kann ich jedem empfehlen, der es noch nicht hat. Es gibt verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Die einfachste ist, kauft euch Mikrokeramik und füllt es einfach on top rauf. Das klappt auch, weil ihr braucht nicht immer neues Öl. Was ich aber generell sagen würde, ist, wenn ein Öl alt ist, zum Beispiel wie bei mir 100, 120.000 Kilometer, dann macht es schon mal Sinn. Oder auch 12, 13 Jahre altes Auto hat, wie es bei mir der Fall ist, dann macht es auf jeden Fall schon mal Sinn, die ganzen Flüssigkeiten auszutauschen. Auch wenn BMW sagt, das ist Long Life. Ja, wie lange wollte BMW, dass das Auto lebt? 5 Jahre, 7 Jahre, keine Ahnung. Also nach 10 Jahren kann man sagen, Öl ist durch, kann man Neues reinmachen. Da hat mir Wagner auch empfohlen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, man kann auch den Motorcleaner ins Getriebe reinmachen, damit irgendwie 200, 300 Kilometer fahren oder 200 Kilometer fahren, dann wird das alles sauber gemacht und dann kann man
das neue Öl einfüllen in Verbindung mit dem Mikrokeramik. Das ist so die Nonplusultra-Lösung, wenn man es perfekt machen will. Ich habe auf jeden Fall für mich noch einen Plan, und zwar möchte ich bei dem Wagen noch das Getriebeöl wechseln. Ich möchte, Quatsch, nicht Getriebeöl, das Differentialöl. Das Differentialöl ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, auch eine Longlife-Füllung. Es gibt Ein- und Auslass, das heißt, man kann das wechseln, und ich möchte mich noch darum kümmern in diesem Jahr, das kommt in diesem Jahr wahrscheinlich als nächstes zum Ölwechsel, dass ich einfach mal das Differentialöl mit dem Motorcleaner versorge, dann Wechsel mache und dann neues Öl hinzufüge mit dem Wagner Mikrokeramik. Ich bin gespannt, was das bringt, und ich werde das auch gesondert machen, weil mich interessiert, wo die Reise hingeht. Das wird aber ein anderes Video. Ich schweife ein bisschen ab. So, die Zeit war abgelaufen. Ich musste gerade die Kamera neu starten. Ihr seht vielleicht, ich habe die Hände immer wieder in den Taschen. Es ist, glaube ich, minus 2 Grad und ich stehe draußen. Einfach, ja, das Bild ist ganz cool. Wetter schön. Warum denn nicht rausgehen bei dem Wetter? Was gibt es noch ganz Wichtiges zu erzählen? Und zwar, der N52 hat ja bekannterweise auch relativ hohen Ölverbrauch, würde ich mal sagen. Bei mir ist es, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, 1 Liter auf 6000 Kilometer, also einen halben auf 3000. Das heißt, seitdem ich jetzt das Wagner Mikrokeramik drin habe, seit 10.000 Kilometern, habe ich ungefähr, sage ich mal, 2 Liter draufkippen müssen. Als Walter Wagner in Hamburg war, habe ich ihn auch mal gefragt, was mache ich denn, wenn ich so viel Ölverbrauch habe und was passiert mit dem Mikrokeramik, was ich da drin habe. Er sagte logischerweise, das verbraucht sich natürlich irgendwie in einer gewissen Art und Weise ja auch mit dem Lebenszyklus und Zeitdauer des Öls. Und er sagte, es macht durchaus Sinn, man muss es aber nicht, aber man kann, wenn man es hat, immer mal einen kleinen Schluck bzw. einen kleinen Schuss nachfüllen. Also, als ich das letzte Mal 1 Liter nachgefüllt hatte, bzw. letztes Mal nachgefüllt hatte, so das dritte Mal so meinen halben Liter, dann habe ich da mal so, keine Ahnung, ein bisschen einfach von Mikrokeramik hinzugetan. Ich habe den Effekt aber im Nachhinein nicht mehr gemerkt. Also, das heißt, ich habe es hinzugefügt, habe jetzt nicht gemerkt, oh, da ist jetzt mehr drin oder weniger drin, oder ich habe gemerkt, dass ich da was ausgeglichen habe. Jetzt habe ich einmal das Mikro geditscht, aber das Verhältnis war einfach wiederhergestellt. 1 Liter raus, irgendwie 100 Milliliter dazu. So ungefähr hat das dann gepasst. Wichtig zu wissen ist, auch Ende Februar habe ich vor, wieder meinen Ölwechsel zu machen. Ich mache den einmal jährlich oder alle 12.000 bis 15.000 Kilometer. Aktuell fahre ich nicht so viel, das heißt einmal jährlich trotzdem, und 10.000 Kilometer habe ich gerade abgespult. Werde ich meine Standardprozedur machen: Motorcleaner rein, dann neues Öl, in diesem Falle 5W40 XS von Motul, und dazu wieder das Wagner Mikrokeramik mit 10% Anteil. Das heißt 6,5 Liter, 500 abgezogen, ungefähr 6 Liter Öl, 500 Milliliter von dem Mikrokeramik on top. Oder 600, irgendwie sowas um den Dreh. Was aber wichtig zu bedenken ist, ist, dass das Mikrokeramik sich auch in den, sag ich mal, in den Motor, wie man es auch immer nennen kann, in den Motor so einarbeitet. Das heißt, diese Schutzschicht, die sich in dem Motor aufbaut, die führt dazu, dass, und die hält bis zu 60.000 Kilometer. Und das führt dazu, dass, wenn ihr eigentlich den Ölwechsel macht, das Mikrokeramik ablässt und dann Neues hinzufügt, könnt ihr eigentlich die Dosierung etwas reduzieren. Das heißt, wenn ihr jetzt ungefähr 600 Milliliter, so wie ich, 600, 650 Milliliter einfüllen müsstet, könnt ihr es reduzieren und sagen, konsequent 500 Milliliter reichen, und dann habt ihr die Dosierung etwas reduziert, hat vielleicht eine schöne Mark gespart noch, könnt euch eure Frau zum Essen einladen oder euch was Eigenes, einen geilen Döner gönnen oder sowas. Aber man muss die Dosierung nicht mehr auf die 10% hochschrauben. Man kann es aber, ist aber auch nicht schädlich. Wenn man es macht, ist okay, wenn man es nicht macht, ist auch in Ordnung. Das nur mal so als Information an meinen Rande. Wie ich es mache, habe ich euch eben gesagt. So, komme ich mal zum Fazit, meine persönliche Empfehlung. Meine persönliche Empfehlung ist, weil ich es auch schon in anderen Autos getestet habe, 330 Diesel von meinem Dad, den 21 Diesel von meinem Bruder mit den N47 D20 Motor, also das Steuerkettending mit 177 PS. Und ich weiß auch, was das Ding in Diesel gebracht hat oder bei dem Wagen von meiner Freundin. Und ich einfach mehrere verschiedene Variationen und verschiedene Autos mitbekommen habe, wo ich einfach das Gefühl bekommen habe, wo geht die ganze Reise hin, wie kann sich das entwickeln, ist von meiner Seite eine definitiv klare Kaufempfehlung. Ich finde, das Zeug ist wirklich gut. Das ist ein sehr gut funktionierendes Produkt. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt. Es schimpft sich nicht nur Mikrokeramik, es ist auch Mikrokeramik. Es ist einfach wirklich in der Dose 20 Gramm, es ist wirklich so eine Handvoll Mikrokeramik. Und das merkt man auch einfach von
der Anwendung, und das merkt man auch einfach im Motor, dass man hier ein hochwertiges Produkt verwendet hat. Und da die positiven Eigenschaften für mich der Verschleißschutz, gerade wenn ich gerne über längeren Zeitraum hohe Drehzahl abrufe, Kaltstart, was ich auch sehr viel habe, Kurzstrecke, was ich auch sehr viel habe, die hohe Belastbarkeit, dass ich einfach weiß, da ist mehr, das Öl kann dadurch mehr. Der Verschleiß wird reduziert, das Öl kann mehr leisten und dadurch kann man sich im Endeffekt weniger Gedanken darüber machen, wann ist der Motor warm, wann kann ich richtig treten. Und jeder möchte ja, dass der Motor lange bei einem bleibt. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr gut funktionierendes Produkt, was dazu beiträgt, die Motor Lebensdauer einfach zu erhöhen. Und die Effekte, Spritverbrauch, mehr Laufruhe, vor allem auch bei Diesel, aber auch bei Benzinern, ist wirklich grandios. Und deswegen finde ich das Produkt super gut. Ich werde es weiterhin verwenden und auch noch in weitere Autos in meinem Bekanntenkreis einfüllen, weil ich einfach wissen will, wie funktioniert es mit dem, wie funktioniert es mit dem. Und ja, jeder, der schon mal die Erfahrung gesammelt hat mit einem Additiv oder vielleicht ein anderes kennt, was auch gut ist, gerne kommentieren und zeigt eure Erfahrung. Wenn jemand schon mal das Wagner Mikrokeramik benutzt hat von euch, würde ich mich freuen, wenn ihr postet, wie eure Erfahrungen sind. Deckt sich das mit dem, was ich hier erzähle? Könnt ihr sagen, ja, das stimmt, was du erzählst, das stimmt gar nicht oder das habe ich nicht so empfunden? Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr das Produkt schon benutzt habt, wie eure Erfahrung dazu war. Also, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Fahrt vorsichtig und knitterfrei und ich hüpfe jetzt ins warme Auto und wärme mich ein bisschen auf. Bis zum nächsten Video, bis bald, ich freue mich. Haut rein, ciao, peace.